Guten Tag, ihr Lieben. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich bei der WEC mit war. Heute ist Tag 2 und das ist eine riesige Messe. Da geht es um Gesundheit durch Pflanzen, auf Pflanzen beruhende Ernährung. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch, weil euch das gestern so gut gefallen hat, einfach mal, wie es weitergegangen ist. Heute war Tag 2, also am 1. März 2021. Ich fand das ganz beeindruckend, dass die Eröffnung vom Leiter der Universitätsklinik, also der Charité in Berlin gemacht wurde. Das wusste ich gar nicht, dass also mittlerweile dort auch schon das verstanden wird, dass das sehr, sehr interessant ist. Und ich habe mich auch sehr gewundert, es waren viele Leute dabei, die darüber geredet haben, dass zum Beispiel im Krankenhaus und in Schulen und so weiter halt auch vernünftige Ernährung mal stattfindet. Wie ihr vielleicht wisst, ist es ja so, dass dieses sogenannte hochprozessierte, also durch viele Verarbeitungsschritte gegangene Gewebe, also was weiß ich, irgendwelche Chicken Nuggets, die aus allem Möglichen bestehen, oder eben halt auch Würste und so, dass die von der Weltgesundheitsorganisation oder von einer großen Studie, die aus über 600 Einzelstudien bestand, als sehr, sehr gefährlich angesehen wurden. Also ungefähr, nicht ungefähr, genau in der, die sind in derselben Gefährdungsklasse, was Krebs angeht, wie Asbest zum Beispiel. Also das könnt ihr euch vorstellen. Und ich wollte euch mal erzählen, was ich heute so gelernt habe, weil die Vorträge fast alle auf Englisch sind und die Teilnehmerinnen und Teilnehmerzahl begrenzt war. Also eine Kollegin hat darüber geredet, dass aus dem Mutterleib bereits heraus die Erbsubstanz, die das Kind hat, die wird verändert, wie als ob da so kleine Fähnchen überall auf der Erbsubstanz drauf decken. Und das beeinflusst, ob ihr später eine Herzerkrankung bekommt. Das ist also mittlerweile untersucht. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum alle jungen Mütter so ein bisschen häufig sich fit halten wollen, besonders gut ernähren, ein bisschen Sport machen und so. Also ohne dass man das weiß, wollen das viele junge Mütter schon. Und der Grund dafür ist tatsächlich, dass ihr an euer Kind weitergebt über die Ernährung, also über die in dem Fall halt eben schlechte Ernährung, ob Übergewicht, Diabetes und so weiter dann später bei dem Kind entstehen können. Das Gute ist natürlich, dass die Kinder das im Laufe ihres Lebens selber verändern können, aber sie sind natürlich am Anfang komplett ihren Eltern ausgeliefert, ne? Also im Mutterleib kriege ich nur das mit, was meine Mutter isst. Und später als Baby werde ich ja auch gefüttert und kann mir das jetzt nicht aussuchen, außer dass ich es vielleicht gar nicht anrühren möchte oder so, aber im Großen und Ganzen kann ich es nicht entscheiden. Eine weitere interessante Sache war, ihr habt bestimmt schon mal gehört, dass Omega-3 angeblich bei den Leuten, die viel Fisch essen, dass das viel dazu führen soll oder dass das dazu führen soll, dass sie gesünder sind und oder länger leben. Und da hat ein Kollege das ganz ausführlich auseinandergenommen, sehr, sehr umfangreiche, ich würde schon fast sagen, lebenslange Studie daraus gemacht, also wo er andere Studien sich angeschaut hat und hat gesagt, am Ende des Tages das Allerbeste ist, wenn man Omega-3 zu sich nimmt oder einen bestimmten etwas, was damit zusammenhängt, um dann später in Herzerkrankungen und so weiter vorzubeugen, was aus Algen stammt. Also die Algenhersteller, die machen das so, wusste ich gar nicht vorher. Die stellen die Algen her und verkaufen die dann für irgendwas, für Biosprit oder sonst irgendwas. Und vorher holen die aber das raus, was wir so als Fisch-Omega-3 kennen. Und jetzt kommt der Dreh. Dann sagt ihr, ist mir völlig egal, ich esse es trotzdem aus Fischen. Da irrt ihr aber, in den letzten Jahren hat der Anteil an Omega-3-Fettsäuren total stark abgenommen bei diesen tierischen Stoffen, weil das weniger verwendet wird bei der Zucht der Tiere. Es ist also weniger im Umlauf und es ist hinterher auch nicht mehr so angereichert in eurer Nahrung. Das heißt also, selbst wenn ihr der Meinung seid, ist mir alles egal, ich esse jetzt trotzdem Fische und so weiter, dann könnte das damit enden eines Tages, dass ihr trotzdem die Algen Bestandteile dazu essen müsst. Und für die Leute, die wissen, dass es natürlich wesentlich gesünder ist, nicht nur für die Umwelt besser ist, ne? Das habt ihr schon gestern gehört, dass das für die Umwelt viel, 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 viel besser ist, wenn man sich pflanzenbasiert ernährt. Es ist einfach für eure eigene Gesundheit besser, wenn ihr dann eben auf die Algen sozusagen Omega-3-Bestandteile zurückgreift. Fand ich sehr, sehr gut. Ein weiterer Kollege, super kauzig, total cool, vom Forschungszentrum in Jülich, hat chemisch ganz genau erklärt, wie es eigentlich aussieht mit Eisen. Und es ist eine relativ neue Entdeckung, ich vermute mal von ihm, dass es einen ganz eigenen Stoffwechsel dafür gibt, wie Eisen aufgenommen wird aus Gemüse. Und er hat das
super cool erklärt. Ich will euch das jetzt gar nicht alles genau erklären, wie das Eisen im Blut andockt und so weiter. Und es gibt einen sogenannten Ferritinweg, also dass ihr aus Gemüse auf eine andere Art das Eisen aufnimmt, als das normalerweise so ist. Und der hat das beste Bild, was ich jemals in einem chemischen Vortrag gesehen habe, wirklich. Die Königin der Pflanzen ist die Linse, hat er gezeigt. So eine Linse mit so einem Krönchen drauf. Ohne dabei zu lachen. Total cool. Die Linsen sind halt die, die am besten sozusagen sind, wenn ihr Eisen essen wollt. Also es ist, wenn euch das jemand erzählt, das ist ein Lügenmärchen, dass ihr euch aus Pflanzen, dass ihr da irgendwie Eisenmangel oder sonst was bekommt. Das ist seit Jahren widerlegt, seit Ewigkeiten. Und jetzt ist auch eben bekannt, warum das Eisen, Ferritin, warum das besser aufgenommen werden kann, wenn ihr euch anders ernährt. Also auch da alles überhaupt kein Problem. Dann gab es einen großen Teil heute, der davon handelte, wie bringe ich Leute dazu, die übergewichtig sind. Ihr wisst vielleicht, dass im Jahr 2050, das ist ja jetzt nicht mehr so lange hin, ne? Also ne, keine 30 Jahre, dass ein Drittel der US-Amerikaner und Amerikanerinnen, wenn das so weitergeht, Diabetes Typ 2 haben werden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Auch Kinder übrigens sind davon schon bedroht, ganz massiv, also auch jetzt schon. Das sind unvorstellbare Zahlen. Und ihr wisst ja vielleicht sowieso schon, oder weil ich es gestern auch erzählt habe, dass man durch Gewichtsabnahme sehr, sehr viel gegen Diabetes Typ 2 tun kann. Und die Frage war heute, wie spricht man Menschen darauf an? Ich meine, keiner von euch hat Bock, wenn ich euch jetzt sage, so, du musst aber das und das essen, dann habt ihr auch keine Lust dazu. Ne? Nur noch Paprika und zwar nur noch Orangen. Dann sagt ihr, ja, ich will aber keine Orangenpaprika essen. So. Ist doch klar. Und das war echt spannend. Da waren heute viele Psychologen, Psychologinnen da, Ernährungsberater, Ernährungsberaterinnen und die haben gesagt, passen Sie auf, vergessen Sie erstmal alles, was mit Diät zusammenhängt. Diät funktioniert sowieso nicht, weil da machen die Leute eine Zeit lang eine Diät, nehmen Gewicht ab. Und am Ende kommt der, in Deutschland kennen wir das als Jojo-Effekt, und dann paf, nehmen die Leute wieder zu und vielleicht sogar mehr als vorher. Und da ist überhaupt nichts mit geworden. Also es muss der Wille da sein, aber wie spricht man die Menschen an? Und der Trick, oder es ist gar kein Trick, also das hat ein Psychotherapeut sehr schön gesagt, ist, wenn die Menschen das wollen, nur dann, sonst bringt es eh nichts, wenn sie es wirklich wollen, dann macht man es so, man redet mit ihnen, greift es auf, dass sie das ja selber wollen und setzt ganz niedrige Ziele, ganz, ganz kleine Schritte, die weit unter dem bleiben, was derjenige gerne sich wünschen würde, wenn jetzt die Wunschprinzessin käme. Und das haben alle gesagt. Alle. Das haben heute bestimmt 7 Leute gesagt. Kleine Ziele, die umsetzbar sind, sodass also keine Enttäuschungen sich ausbreiten können. Und dann in kleinen Schritten die gesamte Ernährung dauerhaft umstellen. Die Diät ist gar nicht der Hauptpunkt. Und ihr wisst vielleicht, wenn ihr auf eine rein pflanzliche Ernährung umsteigt, verliert ihr sowieso ungefähr 3 Kilo Körpergewicht. Das ist jetzt vielleicht nicht so super viel, aber da könnt ihr schon sehen, das passiert dann sowieso. Und außerdem ernährt ihr euch gesünder. Und was ich noch ergänzen möchte, ist, euch schmeckt das ekelige Fertigessen und der ganze Rotz, den man so kriegt, schmeckt euch dann sowieso nicht mehr. Also insofern erledigt sich das von selbst. Was ich nicht wusste, ist, dass zum Beispiel bei einer Umstellung auf reine Pflanzenernährung, dass man dann zum Beispiel auch weniger Hunger hat. Also das ist ja eins der großen Probleme, ne? Wenn ich die ganze Zeit Hunger habe, dann kann mir noch so oft jemand sagen, ja, du musst weniger essen. Ich meine, welchen Sinn hat das? Eine Kollegin hat gesagt, das ist ungefähr so, wenn du beleibt bist und die ganze Zeit Hunger hast, und jemand dir sagt, du musst weniger essen, dann ist das so, als ob ich jemandem, der gerade hier mit einer riesigen blutenden Wunde ankommt, als ob ich zu dem sage, du musst aber mehr aufpassen, dass du nicht gegen scharfe Gegenstände kommst. Ja, das merkt derjenige schon selbst, der da gerade blutet. Das heißt also, wenn ihr auf pflanzliche Ernährung umstellt, habt ihr einfach weniger Hunger und dann habt ihr schon mal ein Riesenproblem weniger. Weil diese Hungerflashes und auch die Suchterregenden, wie zum Beispiel bei Zucker und so weiter, die fallen dann einfach weg oder mindern sich sehr, sehr stark. Also ihr merkt schon, das geht, wenn man so will, von selbst. Eine Kollegin, die in der Tagesklinik arbeitet, hat das auch sehr, sehr schön erklärt, wie man eben lange dafür braucht. Das geht nicht so, dass ihr euch jetzt eine Diät aussucht und dann macht ihr das, sondern das dauert also wirklich lange. Man braucht da mindestens 12 Termine, viele Monate und dann ganz langsam kann man die Ernährung umstellen und dann klappt das auch, wenn man so will, von selbst. Hört sich verrückt an, aber ich glaube, jeder, der schon mal eine Ernährungsumstellung gemacht hat, weiß, wie das ist, dass euer Geschmack sich verändert und ihr dann am Ende die fiesen Sachen auch nicht mehr so essen wollt. Das gilt übrigens auch für veganes Junkfood.
Es gibt auch hochprozessiertes veganes Junkfood. Das ist natürlich auch Rotze. Ne? Ja, ach so, auch noch wichtig, das fand ich auch interessant. Viele Leute, die jetzt anfangen, ihre Ernährung umzustellen, weil sie krank sind, also erkrankte Knie haben, Aderverkalkung haben, Übergewicht haben, Diabetes 2 haben, also die das eher aus dieser Krankheits ja, Last herausmachen, dass die am Anfang zu viel von sich selbst erwarten. Und wenn ihr da einfach mit denen redet und dann im Laufe der Zeit selber keine Erwartungen an diese Leute stellt, an diese Menschen, dann merken die schon selber, dass man kleinere Schritte gehen muss. Und auch ein sehr, sehr schöner Satz, der heute gefallen ist in der Konferenz, war, wenn die Angehörigen denken, sie müssen oder Nachbarn oder Freunde, sie müssen jetzt jemanden darauf ansprechen, mach das doch mal, ja, und so, musst du abnehmen und so. Das funktioniert überhaupt nicht. Den Satz kannte ich noch nicht. Ein Chirurg operiert ja auch nicht die Familie oder die Bekannten oder die Freunde und Freundinnen, sondern den, der das hat. Fand ich einen sehr schönen Satz. So ist das also. Die Menschen müssen das schon aus sich heraus wollen, sonst funktioniert das nicht. Was macht man gegen emotionales Essen? Ich reg mich total auf, ich habe totalen Stress im Beruf, in der Beziehung, irgendwas. Da muss ich Süßigkeiten essen oder irgendwas essen. Da hat eine Kollegin gesagt, ja, also ich persönlich mache das so und empfehle auch jedem so, erstmal atmen, spazieren gehen und an was anderes denken in dem Moment. Ein bisschen was anderes. Also wenn ich tief durchatme und rausgehe, werde ich automatisch irgendwas anderes sehen oder erleben. Das heißt jetzt nicht, dass deswegen der Stress weg ist sofort, aber auf jeden Fall muss ich nicht mehr so viel essen, weil ich dann auch gar nicht in der Umgebung bin, wo ich mir das ganze Essen dann reinschaufle. Also nochmal, das sind alles keine kleinen Lebensweisheiten. Das ist nur von Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Das sind professionelle, berufliche Menschen, die nichts anderes machen, als mit Ernährungsumstellung zu arbeiten. In der Tagesklinik, in bezahlten Programmen, in Gratisprogrammen von Krankenkassen weltweit, also in England, in den USA oder sonst irgendwo. Also nicht, dass ihr denkt, das sind jetzt einfach nur irgendwelche so kleine Weisheiten. Und dann zum Abschluss nur noch was zum Thema Gesundheit, weil ich heute auf Umwelt nicht so eingehen will, sondern auf Gesundheit. 80% aller schweren, sagen wir mal, Krankenhaus- oder Arztreifen, Herzerkrankungen gehen auf schlechte Ernährung zurück. Wusste ich gar nicht. 80% davon. Ja, irgendwann sterben wir alle. Aber es ist doch besser, in einer Verfassung zu sterben, in der ich mein Leben auch im Alter schön und ohne Einschränkungen, ohne Herzanfälle und so weiter und Medikamentennebenwirkungen und so weiter durchführen kann, als mit. Und Ernährungsumstellung ist der Haupteinfluss darauf. Ne? Gene vielleicht auch ein ganz klein bisschen, vielleicht 10% oder so, aber 90% habt ihr es selber in der Hand. Das gilt übrigens auch für Krebs. Das ist sehr gut untersucht, das ist keine Meinungsäußerung, habe ich euch gestern schon gesagt, sondern das sind die Zahlen und Messungen und Daten und das, was wirklich bekannt ist, aus Zehntausenden von Patienten und Patientinnen oder Hunderttausenden von Patienten und Patientinnen. Ja, ich glaube, dabei will ich es jetzt mal belassen. Wenn euch das interessiert, wie gesagt, könnt ihr mit den Weckmit-Leuten auch mal reden. Ihr könnt auch mit eurem Arzt oder eurer Ärztin natürlich reden. Die ganz neuen Studien, die sind meistens auf Englisch und sehr, sehr kompliziert. Aber wenn euch das interessiert, könnt ihr auch noch mal bei der Weckmit nachfragen oder mit den Kollegen und Kolleginnen reden, die dort sind. Könnt ihr einfach eine E-Mail hinschicken oder mit Facebook oder falls ihr bei Twitter seid, bei Twitter machen die auch was. Also, ihr habt es heute gehört. Die Linse ist die Königin der pflanzlichen Stoffe, wenn es um Eisenaufnahme geht. Und da fühle ich mich jetzt direkt angeregt, eine Linse für euch zu zeichnen. Ihr wisst ja alle, dass ich nicht zeichnen kann, aber die Ines ist nicht in der Nähe, die kann nämlich sehr gut zeichnen. Die lacht mich dann natürlich sofort aus. Also deswegen male ich euch jetzt auch noch schnell eine Linse. Und dann war es das für heute. Seid ihr schon gespannt, wie das am Ende aussehen wird? Ich bin selbst gespannt. Also. Ich mache es mit einem Kalligrafiestift. Ist die Linse. Hier ist die Königskrone. Die strahlt. Also ihr habt keine Probleme mit Eisen und auch sonst nichts. Voilà. Naja. Postet hier drunter, ob ihr denkt, dass das vernünftig aussieht. Tschüss, der Marc vom zweiten Tag der Internationalen Konferenz für pflanzliche Ernährung und die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt. Tschüss.